So, das ist aber mal gut. Dreckspisser, Alter. Wenn ich die nicht gehabt, wenn die mir nicht auf den Piss gegangen sind. Und dann ziehen die mich dreimal aus dem fahrenden Auto. Sorry, Gringo. Meine Güte. Ich werde keinen Drache-Krankenwagen machen. Ja, kein Krankenwagen nehmen. Ich werde mir mal. Ja, im Idealfall natürlich eine scheiß Kopfkarre. Ich sorry, ich hatte nämlich nicht wirklich die Lust doch mal. Halt die Fresse. Ja. Halt die Fresse. Ray ist auch wieder da. Du Typ aus der Toilette, wer erinnert sich? Alles kleine Drecks, Motherfucker, Alter, hätte ich die Scheiß. Weißt du, der Typ, der rast die. Ach nee, stimmt, wir müssen ja alles wieder neu machen, ne? Stimmt ja. Wir müssen ja das Boot wieder finden. Wir müssen ja. Nee, wir müssen noch nicht das Boot finden. Quatsch, das war ja vorher. Wir müssen zum Flughafen. Stimmt, wir müssen ja das Boot. Nee, okay. Alles gut. Ich hab schon wieder scheiße gelabert. Thank you for retrieving those packages. Wir müssen. Ja, wir haben keine Zeitmission. Deswegen wollte ich die auch nicht laden, weil ich glaube, ich habe nach dem Ding gespeichert. Vor dem Ding erst gespeichert. Ne, wir haben für nach dem Ding. Ist egal. Scheiß drauf. Also, das ist wie gesagt der letzte Versuch auch in dieser Folge werden. Ja, die hauen sich auf die Fresse, das ist mir aber herzlich egal. Sorry, Gringo. Ich hatte nicht die Zeit, diese Pisser da mal anzuvisieren, weil ich da. Weil die mich direkt aus dem Dings gezogen haben. Ich glaube, ich hätte jetzt irgendwie. Ja. Ah, lach mich doch. Das ist natürlich wieder alles komplett vernebelt. Das heißt, es ist wieder die Dreckstraßen nicht. Aber nochmal, wir haben jetzt halt. Also, wir müssen, wie gesagt, nochmal zum Flughafen. Fahre ich hier hoch und dann irgendwann die nächste rechts. Die nicht, sondern die danach. Die hier und dann rechts. Wie gesagt, ich habe nicht die Mission gefällt, weil es nicht. Weil ich, ich bin gestorben, aber. Aber. So, jetzt ist natürlich die große Frage, ist das Ding oben oder unten? Der andere Autos fahren, ist das Ding unten, okay. Da müssen wir uns ein bisschen Gas geben. So. Also wir wissen ja, wie es läuft eigentlich. Wenn der scheiß Nebel sich mal verziehen würde, wäre es deutlich einfacher.
stellen sich da jetzt hin. Die sehen mich hoffentlich nicht. Aber ich muss hier noch was machen. Ich muss mich jetzt... Pass mal auf, die treffen mich von da hinten. Ja, tun sie nicht. Ich glaube, der hat sich in der richtigen Moment geduckt. Ja. Okay. Der wird sich jetzt gleich wieder auftauchen. Ich hoffe, dass er sich jetzt... Moment, ich muss noch mal gucken, ob der nicht jetzt wirklich doch noch da ist, weil ich glaube, es ist nur noch einer. Okay. Der andere werden jetzt weg. Wie gesagt, der ist zur Baustelle weg. Ja, wenn diese Typen mich nicht geholt hätten, ey. Wenn diese Typen mich nicht geholt hätten, dann wäre es alles einfacher gewesen. Dann hätte ich gewonnen. So, der ist da hinten. Klatsch. Oh, wunderbar. Cool, das Päckchen ist im Flugzeug, ist es nämlich nicht. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Nö. Okay. Ah, doch. Hier liegen noch die Leichen. Also nicht die Leichen, hier liegen noch. Die spawnen ja dann irgendwann und dann bleiben ja diese Umrandungen drin, die aus den diesen amerikanischen. So, okay. Ja, ich wollte eigentlich... Ja, also ich bin wieder ein bisschen zu voreilig gewesen. Na gut, dann fahren wir mit dem Auto direkt. Dann nehmen wir den Wagen direkt. Ah, was eine Kacke, ne? Ich hoffe, dass das, wie gesagt, die letzte Mission ist. Ich glaube, ja. Es müsste die letzte eigentliche Mission sein für den... guten... Wie heißt er? Donald Love. Natürlich das Auto hinwegtun. Hey, Fieter. Komm mal her hier. Oh, leck mich doch. Ja, nimm deine Karre, dann verpiss dich einfach. Wir werden immer uns oben rumfahren und nicht um mich die Brücke, weil das geht einfach wieder. Und jetzt hoffe ich, dass wieder, wie gesagt, keiner von diesen scheiß möchtegern Heinis da rumlaufen. Was macht der? Ich glaube, es ist unten. Ja, es ist runtergegangen. Na, zurück nach Staunton. Wir probieren es, wie gesagt, das letzte Mal. Danach mache ich wieder einen kleinen Folgen Break. Die Karre, die fährt sich deutlich einfacher um die Kurven fahren als diese Yakuza-Karren. Weil ich so eine Love abgearbeitet habe, könnten wir eigentlich auch dem guten Dings mal auf den Piss gehen. Mal gucken, was der gute Raider für uns hat. Und hier die Stelle kennen wir ja auch. Hier haben wir ja den gepanzerten Zeugen ausgeschaltet. Nervt mich. Gewesen. Da war doch irgendwo einer oben. Ich habe den nur nicht gesehen. Ich konnte nicht drauf zielen. Da ist der. Also da ist einer zumindest.
Er ist tot. Da ist noch einer dahinter. Den sehe, habe ich jetzt gerade erst noch im letzten Moment gesehen. Wie gesagt, umso mehr ich jetzt früher schon frühzeitig ausschalte, umso mehr weniger Arbeit habe ich dann später. So, der ist tot, oder? Ja, ist deutlich. Wie gesagt, ich hoffe. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Das ist das Problem an der Sache. Da ist nur noch einer. Das hört sich aber nicht nach viel an. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist das Problem an der Sache. So, heute probieren wir es mit der Dings mal. Ja, es ist zumindest mal Minimum noch einer. Ja, die hätten mal ein bisschen mehr Sprachdings reinsetzen können. Da eine Granate rein, vielleicht in die Ecke? Oh, ja, nicht. Warte mal, ich versuche mal was anderes. Ob ich den da vielleicht sogar in die Ecke weggeholt bekomme? Die Kamera gib mir auch so ein bisschen. Oh. Dann weiß ich, dass da oben noch einer steht. Der mir gerade mal kurz die Hälfte meiner Rüstung weggeschossen hat. Was ist denn der? Das ist das Problem. Ich sehe den nicht. Also ich muss etwas anderen Winkel gehen, definitiv. Also wenn ich da um die Ecke gehe, holt der mich ohne Probleme. Der schießt mich also von oben weg. Ich muss ihn nur mal von oben irgendwie wegschlagen. Wow. Da ist der! Geh mal auf den Piss, Alter. So, ist jetzt Ruhe oder kommt da noch mehr?
Doch, holen wir uns unsere Rüstung mal wieder. So, okay. Da sind wir noch einer Minimum. Scheiße, scheiße, Rotze. Ich rufe das Scharfschützgewehr jetzt wieder. Weil irgendwie habe ich da oben gerade. Da ist der Hut. Komm, raus wieder. Gute Nacht. So, weiter. Nimm den Lift nach oben in den Tower. Gut, dann haben wir die auch mal weggeholt. Wir hätten uns die Wendys nicht rausgeschossen, aus dem Auto geholt. Dann wäre es kein Problem gewesen. So. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen feiner Feinde haben. Ich hoffe, dass es wieder so gut ist. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr wiederkommen. Ich meine, die machen wir noch zu Ende. Let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Hold on, hey! You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into the gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Here, don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. You always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So... The whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza! Maya! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. Ach, die Mission, die wir gemacht haben mit Kenji. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo! Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Oh, Gott sei Dank haben wir diese Mission geschafft. Hey, amigo. Amigo. Ja. Und was machen wir mit der Tasche? Lassen wir da oben oder was? Wir wollten ja so das Zeug ja holen, oder nicht? So, wir sollen das Päckchen zu Donald. Zu Donald noch bringen. Ich nehme mal euer Auto. Let's go to strip club. Ich will jetzt ungern den Typen da überfahren. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock jetzt irgendwie noch eine... nochmal Ärger mit dem Dings zu kriegen. So. Gut, dann fahren wir das Päckchen hier zu Donald Love. Verpissen wir uns hier am besten. Dann haben wir es Gott sei Dank geschafft. Boah, was eine Mission, liebe Leute. Was eine Mission am Ende. Ja, ich habe ja viel Zeit gelassen, muss man auch mal so sehen. Gott sei Dank haben wir Kenji, nachdem wir Kenji getötet haben. Jetzt läuft es gerade so ein bisschen. Die haben wir jetzt im zweiten Versuch. Ich habe Kenji, aber wie gesagt, am achten Versuch erst gepackt. Ja, ich habe die Gampel gar nicht probiert, okay. Wir haben es geschafft. Damit war es das auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3.